Gut, und damit sind wir bei den kleineren Tipps angekommen. Ich würde für einen feuchten Lebensraum, was auf Subarktis immer zutrifft, grundsätzlich von Daunenschlafsäcken abraten wollen. Das ist inzwischen zwar durchaus ein bisschen streitbarer geworden, dieses Thema, weil es jetzt super teure Daunenschlafsäcke gibt, die derart gut imprägniert sind, dass die Daunen kaum noch Flüchtigkeit aufnehmen. Das kostet Schweine viel Geld. Wer jetzt aber das auch noch hat, zusätzlich diese Kohle, der kann sich auch sowas noch kaufen und spart dann einen Haufen Gewicht. Persönlich würde ich das aber trotzdem immer noch nicht mitnehmen. Ich würde immer noch beim Kunstfaserschlafsack bleiben, weil der hat eine wesentliche Eigenschaft, die im Notfall eben Leben rettet, die ein Daunenschlafsack nicht hat. Selbst wenn völlig nass, wärmt ein Kunstfaserschlafsack immer noch. Das ist unangenehm, das ist scheiße. Die Nacht wird ein grauenvolles Erlebnis werden, aber man überlebt sie. Im Daunenschlafsack nicht. Der wärmt nämlich gar nicht. Der zieht einem bloß nochmal Wärme vom Körper weg. Kannst du vergessen. Und deswegen immer Kunstfaserschlafsack. Für den Fall, dass man zum Beispiel beim Flussqueren wirklich mal ins Wasser fällt, dann kann man den Schlafsack noch so wasserdicht eingepackt haben. Ein bisschen Wasser wird er immer abbekommen. Wenn man ganz viel Glück hat, tatsächlich nur ganz wenig. Aber wenn man Pech hat, dann halt wirklich viel, insbesondere wenn der Rucksack eine Weile im Wasser unterwegs ist. Das kann einem nämlich dann auch passieren, weil man, um selber eben nicht zu ertrinken, den Rucksack in der Regel abwerfen wird, sinnvollerweise. Und bei den Fließgeschwindigkeiten in einem Bach, in dem einem sowas passiert, das ist dann keine Pfütze. Das ist dann nicht dieser lächerliche Enan-Fluss da am Ende dieser Brücke, den ich da mit heroischer Musik mal durchquert habe. Wer weiß, wovon ich spreche, ist noch nicht so lange her. Sondern das ist dann wirklich so ein richtig reißender Gebirgsbach, sowas richtig Fieses, kommen später im weiteren Verlauf der Tour. Und wenn da der Rucksack weg ist, dann ist der ganz schnell eine ganze Weile unterwegs. Den muss man erstmal wiederfinden und bis dahin ist dann wirklich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Schlafsack nass. Selbst wenn man den nochmal zusätzlich in irgendeinen wasserdichten Packsack eingepackt hat. Das wäre auch nochmal was, was man unbedingt empfehlen möchte. Mache ich persönlich zwar nicht, weil ich mir denke, ein ohnehin wasserabweisender Schlafsack in einem wasserabweisenden Rucksack unter einer wirklich sehr guten Regenschutzhülle. Bis auf, ich falle wirklich mit dem Rucksack ins Wasser, kann ich mir kein Ereignis vorstellen, was dann ausreichend nass ist, um meinen Schlafsack wirklich durchzuweichen. Aber selbstverständlich kann man und sollte man eigentlich vernünftigerweise auch da noch eine Plastiktüte zum Beispiel drum machen, kostet nichts, der berühmte blaue Müllsack, um das nochmal zusätzlich zu schützen. Wiegt auch nicht viel. Wobei so ein Müllsack, der hat schon ein Gewicht. Also es ist schon im Bereich dessen, dass man sagt, es ist vorhanden. Wer also ewig viele Müllsäcke mit sich rumschleppt, irgendwann schleppt man auch 200 Gramm zusätzlich. Das war also nochmal die Ergänzung zum Schlafsack. Dann sollte man gerade bei einer Solo-Tour jemanden haben daheim, der ungefähr weiß, wo man geplanterweise ist. Dazu muss man jetzt noch ein paar Sachen beachten. Erstens, man sollte sich an seine geplante Route auch halten. Das ist ein persönliches Problem von mir. Wenn ich da in der Pampa stehe und habe die unendliche Freiheit, überall hingehen zu können, wo ich hingehen möchte, dann mache ich das auch gerne mal. Dann komme ich wirklich mal auf die Idee, stapfst du mal auf diese Hügelkuppe da. Gerade wenn ich noch genug Ruhetage habe und genug Zeit, dass ich dann wirklich mal Abstecher mache. Und jetzt stellt man sich mal vor, das kann schon auf dem Kungslehen sein, also das ist ja wirklich ein relativ viel belaufener Wanderweg im Nirgendwo. Muss man nur um die nächste Hügelkuppe laufen und da ist ein dummer Stein und man stolpert und man bricht sich das Schienbein von mir aus. Und jetzt liegt man da. Jetzt kann man natürlich pfeifen und lärmen und so weiter und so fort, aber bei dem Wind, der da herrscht, hört das keine Sau, wenn der Wind nicht mal irgendwann weg ist. Und das führt dann dazu, dass man unter Umständen neben einem wirklich viel belaufenen Weg, 300-500 Meter nebendran, hinter irgendeiner Bergkuppe, stirbt, weil da kommt keine Sau vorbei. Kein Mensch wird da in den nächsten Jahren, wenn es dumm läuft, mal auf die Idee kommen, hinter diese Bergkuppe zu gucken. Deswegen sollte man halt einfach wirklich auf der geplanten Route bleiben. Wenn jemand merkt, eigentlich ist er überfällig und sollte demnächst mal hier zu Hause aufschlagen,
kann man ja sagen, okay, dann geht mal suchen. Und jetzt sind wichtig die sogenannten Hüttenbücher. Wenn es in der Region Hütten gibt, seien es Rasthütten, Schutzhütten, Notfallersatzhütten, ganz egal, dann liegt in diesen Hütten fast immer ein Hüttenbüchlein aus, wo man eintragen kann, wie man heißt, wo man herkommt, von welcher Hütte in Anführung oder in der Nähe von welcher Hütte. Das kann man immer so grob machen, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist. Dann schreibt man halt dazu, Zelt auf Höhe Dingsda-Hütte ungefähr übernachtet. Das muss dann halt reichen. Und wo man hin will. Wenn jetzt die Suchmannschaft kommt und sieht, okay, in Hütte A hat er sich noch eingetragen und wollte zu Hütte B. Bei Hütte B gucken sie im Buch nach, aha, Hütte B ist er nie angekommen. Das heißt, er ist irgendwo zwischen Hütte A und Hütte B. Und wenn er jetzt kein Vollidiot ist und halt eben irgendwo 500 Meter neben dem Weg hinter einem Hügel liegt, dann liegt er da irgendwo am Weg. Selbst wenn da überhaupt niemand rumläuft, spätestens an dem Punkt, wo man vermisst wird, fangen sie an, dann einen zu suchen. Wenn man Glück hat, ist man bis dahin noch am Leben, weil man irgendwie genügend Regenwasser schlürfen konnte in seinem zerschmetterten Zustand, den man da rumliegt. Ja, das ist dann also schon auf jeden Fall sehr hilfreich. Im Rahmen eben dieser Hüttenbücher sollte die ungefähre Route mit den ungefähr geplanten Tagesetappen auch irgendjemandem daheim bekannt sein, der auch nach Möglichkeit sämtliche Karten nochmal hat, also die Karten immer zweimal bestellen, oder halt Karten kopieren. Das reicht ja auch, spart man natürlich Geld. Und da muss man dann halt regelmäßig, wann immer man Handyempfang findet, daheim halt auch eben Bescheid sagen oder dem Freund, Freundin, was auch immer, wer halt da auf jeden Fall die Backup-Person ist, sollte man dann halt regelmäßig einfach Bescheid sagen, okay, bin jetzt da und da, kannst du auf Karte mal gucken und Kreuzchen machen, ab sofort bin ich unterwegs nach dort. Und dann kann man ungefähr ausrechnen, wie weit kann er gekommen sein in den 3 Tagen, seit er sich das letzte Mal gemeldet hat. Hätte sich jetzt eigentlich wieder melden sollen vorgestern, muss man halt irgendwas ausmachen, ab wann Notfallszenario eintritt. Wenn man sich 3 Tage nicht meldet, wäre ein bisschen kurz, weil so kann durchaus sein, dass man 3 Tage kein Handyempfang hat, kann man sich nicht melden. Also das ist nicht so ganz einfach, da wirklich das Optimum rauszuholen, aber es ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die man schon ergreifen könnte, gerade wenn man im totalen Wildnisgebiet unterwegs ist. In diesem Zusammenhang hilfreich ist ein Satellitentelefon, das zapft direkt den Satellit an, kostet ein Schweinegeld, die Gesprächskosten sind auch außerordentlich hoch, aber für einmal kurz anrufen, hallo, mir geht's gut, bin da und da, guck mal auf der Karte, ja, hast du, okay, und jetzt gehe ich nach da und da, alles Gute, meld mich wieder in 2 Tagen. Weil so ein Satellitentelefon, das hat wirklich fast nahezu überall Empfang, selbst am Südpol und solche Orte. So, dann halte ich für ganz elementar wichtig Trekkingstöcke. Denn wir sind Zweibeiner. Wir haben damit einfach ein enorm höheres Umfallrisiko als ein Vierbeiner. Man kann aber aus uns einen Vierbeiner machen, wenn man uns halt eben 2 Stöcke in die Hand drückt. Wichtig bei den Dingern ist, die haben jetzt einen ganzen Haufen Vorteile. Und das will ich jetzt gar nicht erst alles auf einmal aufzählen, auch nicht, wie man die benutzt und so weiter und so fort. Aber ein ganz wesentlicher Vorteil, den die Dinger haben, mal vom normalen Laufen völlig abgesehen, Gelenke entlasten und so weiter und so fort. Wenn man eine Flussquerung machen muss, wo man von Steinchen zu Steinchen hüpft, Steinchen zu Steinchen und so weiter und so fort, dann kann man viel schwierigere Passagen sicher bewältigen ohne nasse Füße, wenn man zusätzliche Stöcke hat. Wenn man über irgendwelche Gräben springen muss, die auch wieder einen Fluss darstellen, habe ich wirklich so oft machen müssen, ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft, dann kann man die Dinger auch wunderbar brauchen, weil man damit quasi Stabhochsprung machen kann. Das ist extrem hilfreich und man kommt viel sicherer über größere Entfernungen. 50 Meter auch nicht, natürlich, und auch keine 5 Meter. Aber 2 Meter kann man dann halt wirklich selbst mit Rucksack auf dem Rücken halt überspringen bei meiner Körpergröße. Ein 1,50 Mensch wird das natürlich dann wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber ja, nur so mal grob. Es erhöht die Distanz schon wirklich sehr. So ganz ohne Stöcke würde ich mir höchstens 1 Meter zutrauen. Alles andere wäre mir mit Rucksack, wäre mir zu gefährlich sonst. Was man auch nicht versuchen sollte, das ist schon zu oft schief gegangen, da hat man schon schlimme Geschichten gehört, erst einen Rucksack rüberwerfen und dann hinterher springen. Na, kommt nicht so gut. Also bei solchen Sachen sind die Stöcke ganz, 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 ganz toll. Und noch eine dritte wesentliche, super tolle praktische Funktion, die ich echt
die mir echt sehr hilfreich war. Man kann die als Sonde im Schnee verwenden. Wenn man nämlich durch ein Schneefeld läuft, das habt ihr inzwischen auch schon gesehen, eine Szene, wo im Schneefeld mittendrin so ein Loch eingebrochen ist. Das kriegt man oft vorher, wenn man vor sich hin stochert, schon mit, dass der Stock plötzlich ewig weit einsinkt, beziehungsweise durch eine oberflächliche, relativ dünne Deckschicht durchbricht und man dann quasi in der Luft rumstochert, weil da unten drunter nichts mehr ist. Das kann man wirklich ganz gut merken mit diesen Stöcken und diese Kante, diese Abbruchkante, die kommt plötzlich. Wenn man also immer mit den Stöcken vor sich her stochert, dann steht man immer, also mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, immer noch auf sicherem festen Eis und bemerkt bereits die Abbruchkante. Idealerweise, wenn man so ein Ding findet, dreht man sich dann um und läuft exakt auf dem gleichen Weg zurück, von dem man schon weiß, dass er sicher ist, und geht dann im ganz großen Bogen um diese Stelle drumherum. Dazu wäre vielleicht noch ganz kurz anzumerken, das ist nicht immer so, aber im Regelfall sind Schneefelder von unten nach oben immer stabiler. Heißt, je weiter tief man auf dem ein Schneefeld überqueren möchte, von seinem höchsten Punkt aus gesehen, desto gefährlicher, weil da schmilzt es am ehesten weg und unterhöhlt sich vor allen Dingen am ehesten, ist am gefährlichsten, wie gesagt. Je weiter oben, desto besser, da ist es noch am ehesten noch sehr, sehr, sehr festes Eis, wo man problemlos in der Regel drüber laufen kann. Ist man sich gänzlich unsicher, ob man überhaupt über Schneefeld rüberkommt, oder es hat sich in der Mitte schon ein reißender Bach gebildet, habe ich auch schon gesehen, vor kurzem, ne? Dann kann man auch so weit nach oben laufen zum Berg, bis das Schneefeld oben am Berg irgendwann aufhört und überquert es oben auf dem Fels. Das ist zwar ein riesen Umweg, aber man überlebt den auf jeden Fall. Das ist anstrengend und nervig, aber ungefährlich. Sollte man dann also auch nochmal dringend drüber nachdenken, ob man da wirklich riskieren möchte, das Schneefeld überhaupt zu queren. Gerade wenn man halt eben in der Zeit der Schneeschmelze dummerweise unterwegs ist, weil man blöd war und seinen Urlaub entsprechend gelegt hat. So, dann bei Solotouren, speziell unbedingt bei Solotouren, sollte man immer noch irgendwas für die Psyche dabei haben. Da gibt es meiner Meinung nach zwei Kategorien an Zeugs für die Psyche. Kategorie A, spezielles Essen, dass man einfach so einen kleinen Leckerli, so einen kleinen Genusshappen zwischendurch hat, der einem wirklich richtig auf Trab bringt, der einem das Gefühl gibt, jetzt wieder wahnsinnig viel mehr Kraft zu haben als vorher, auch wenn es eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht der Fall ist. In meinem Fall ist das meistens irgendwelches Dörrfleisch, Trockenfleisch, sowas in der Richtung, meistens. Für andere Leute mag es vielleicht Schokolade sein, aber die ist bei mir auf Tour eh ein Grundnahrungsmittel. Von daher nochmal als Zusatzbonus auch nochmal Schokolade würde nicht funktionieren. Und es gibt die andere Komponente, Zeugs für die Psyche, die ist mir persönlich wichtiger. Einfach was einen ablenkt, was einen davon abhält, jetzt nachzugrübeln zum 28. Mal, wie die Etappe morgen aussehen sollte. Oder sich Sorgen zu machen, wenn man im Vorfeld schon weiß, dass die Etappe morgen wahrscheinlich einen gefühlt solchen Berg hochgeht oder durch irgendwelche Geröllfelder oder nur durch Matsch oder durchs Moor oder sonst was. Das kann einen schon ein bisschen beunruhigen. Und davon muss man sich ablenken, sonst kriegt man irgendwann die Krise. Da man nichts mit Worten zu tun hat, wenn man alleine unterwegs ist, es sei denn, man hat eine Kamera, die man voll quatschen kann, war für mich auch sehr hilfreich, dann ist es hilfreich, irgendwas zu lesen zu haben oder zu hören. Also sprich, Buch oder Hörbuch, nimmt sicher nicht viel. Da man ein wirkliches Buch nicht mitschleppen kann, vom Gewicht her völlig irrsinnig, und man hat es dann doch relativ schnell ausgelesen, wenn man jetzt nicht der Schneckenleser vor dem Herrn ist, bieten sich da natürlich E-Book-Reader inzwischen an. Ich zeige euch meinen mal noch, weil ich finde, der ist durchaus ein Gegenstand, der auch für Outdoor-Touren wichtig ist, und deswegen hat er auf meinem Kanal auch ein kleines Plätzlein verdient. Hat mir enorm geholfen, war wirklich wahnsinnig nützlich und hat damit psychisch, hatte ich kaum Probleme. Also wirklich wenig. Hätte ich mehr erwartet, dass ich da mehr Probleme kriege. 13 Tage völlig allein, das ist schon, das muss man schon erstmal wollen und durchhalten. Und das hilft wirklich sehr, wenn man viel Lesestoff hat. Und natürlich auch Musik.
Auch mal sehr hilfreich, insbesondere dann, wenn man, wenn es sich um flottere Motivationsmusik handelt beim Laufen. Wenn man kurz vorm Müdewerden ist, wenn man nicht mehr so richtig weiter möchte und nur so durch die Gegend stapft und alles doof. Ja, und wenn man dann in so einer Situation dann seine Motivationsmusik rausnehmen kann, um sich dann nochmal einen zusätzlichen Energieschub zu verpassen, ist das auch nochmal sehr hilfreich. Also das sind so Sachen, das wiegt alles nochmal ein bisschen was, aber das ist es wert. Das ist es wirklich wert, man kommt einfach besser voran. 300 Gramm weniger Zeug im Rucksack wäre zwar auch irgendwo schön, aber auf die Dauer lohnt sich das wirklich, das mitzuschleppen, meiner Erfahrung nach. Gut, und das soll es dann gewesen sein. Da gibt es sicherlich jetzt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die man jetzt noch dazu sagen könnte, auch generelles zum Fluss überqueren. Vielleicht noch ein übergeordneter Punkt, den man immer beachten sollte, der ähnlich wichtig ist wie die drei Basispunkte, die man vielleicht noch oben drüber schreiben könnte. Immer vorsichtig sein. Keinen Unsinn anstellen, keinen Blödsinn machen, nicht irgendwelche Hänge runterrutschen oder super motiviert von Fels zu Fels springen, wo man auch langsam und gemütlich drüber steigen könnte, was viel weniger gefährlich ist. Immer wenn man auf solche blöden Ideen kommt oder meint, oh, jetzt bin ich so voller Kraft, jetzt kann ich mal ein Stückchen durch die Gegend rennen mit meinen 25 Kilo auf dem Rücken. Das ist einfach nicht gut für die Gelenke. Das kann so schnell mal in die Hose gehen, selbst wenn man jetzt gerade wirklich die Kraft hat, das zu tun. Es ist einfach keine gute Idee. Also vorsichtig sein, keine großartigen Heldentaten vollbringen. Immer mit Ruhe, im Zweifel langsam und vorsichtig. Wichtig, weil mit Verletzungen macht das gerne noch weniger Spaß. Also das ist einfach das den kleines bisschen Freude, die man bei irgendwelchem Schwachsinn anstellen hat, ist das Risiko, dass man sich dabei verletzt, ist das Risiko einfach nicht wert. Das wollte ich sagen. So. Und jetzt nochmal, damit wir auch alles zusammen haben, ganz kurze Zusammenfassung, wirklich nur ganz kurz. Solotour sollte man nicht machen. Wenn man sie doch macht, sollte man eher auf die Regeln achten, als wenn man eben in einer großen Gruppe dabei ist. Beziehungsweise man sollte wirklich minutiös, ganz wichtig, immer auf die Regeln achten, wenn man alleine ist. So, die da sind, man braucht eine gewisse Erfahrung, man braucht eine gewisse Ausrüstungsqualität oder ist Chuck Norris. Man braucht diverse Reserven und Backups, darunter eben genügend Zeitreserve mit dazugehöriger Essensreserve, nochmal eine extra Essensreserve, eine Navigationsreserve, wenn man sonst nur mit GPS unterwegs ist, Kraftreserve am Ende des Tages, heißt Tagesetappen nicht bis ins Endlose ziehen, sondern immer schauen, dass man grundsätzlich einen durchgehend halbwegs fitten Zustand hält und sich nie völlig verausgabt. Dann sollte man ein Reparaturkit und ein entsprechendes Erste-Hilfe-Set mitführen, auch wenn man sie nie braucht, ist das Optimum, besser kann es gar nicht laufen. Man sollte einen zweiten Klamottensatz bevorraten, damit man sich nicht völlig auskühlt, wenn man mal doch wirklich vollständig durchweicht. Das ist so schnell lebensgefährlich, da lohnt sich das mit den zweiten Klamotten. Und einen zusätzlich extra warmen Schlafsack. Also lieber pack 100 Gramm mehr Füllmasse im Schlafsack durch die Gegend schleppen, als den wirklich an die Grenze der zu erwartenden Temperaturen ausrichten. Wenn man nachts friert, hat man einfach nichts von. Ja, und die kleinen Extra-Tipps bestanden darin, dass man halt eben jemandem zu Hause sagt, wo man langläuft und sich regelmäßig meldet, damit derjenige die Route nachvollziehen kann, wo man sich gerade befindet. Damit einhergehend ist halt eben auch das Eintragen in Hüttenbüchern, komme von da und da, will nach da und da. Wichtig ist dann aber auch, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass man sich dann auch konsequent immer in diese Bücher einträgt und nicht irgendwann mal einen Tag auslässt oder hier und da, oh, ich habe keine Lust in die Hütte zu gehen, dann gehe ich direkt weiter, dann gibt es da ein Loch in der Dokumentation und dann wird man auch nicht gefunden, wenn mal was ist. Stöcke sind sehr hilfreich, wie gesagt, und man sollte halt eben, wenn man alleine ist, irgendwas für die Psyche dabei haben, was einen ablenkt, damit man sich nicht zu viele Gedanken um die eigene Situation macht. Bücher, Hörbuch, E-Book-Reader, Musik, solche Dinge.
Handy daheim anrufen bei einem lieben Menschen, natürlich auch hilfreich. Wenn man viel technisches Equipment mit sich rumschleppt, braucht man dann natürlich auch noch irgendeine Lösung, um dieses Zeug dann wieder aufzuladen. Entweder entsprechend viele Powerbänke mitschleppen, viele Ersatzakkus mitschleppen oder ja, was Strom erzeugt. Da gibt es im Prinzip die Kurbelvariante. Oder eine Solarpanel. Ich hatte jetzt letzteres, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. So, und jetzt machen wir aber Schluss. Das ist eh schon ein Mammutvideo, aber es ist halt eben wichtig, muss man viel zu sagen, muss man viel wissen. Das war mir jetzt ein Anliegen. Macht's gut und die Tour geht auch bald wieder weiter.